Jetzt habe ich hier Herr Krisko im Studio. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Das ist ja hier ein Filmfestival und soll ja Kinder verleiten, wieder ins Kino zu gehen und Kinofilme zu schauen. Warum unterstützen Sie denn jetzt genau Handyfilme? Weil Handyfilme natürlich das Zugangsmedium für Filme bei Jugendlichen sind. Wir selber wissen das ja, man dreht schnell einen Film, man macht schnell ein Foto und bastelt das dann irgendwie zusammen, versendet das. Und im Grunde genommen ist diese Kurzform 2,5 Minuten so unser Zugang zum Langfilm. Okay. Und jeder verbindet da jetzt mit dem Wort Daumenkino eher so ein kleines Büchlein, wo man beim schnellen Durchgehen so eine kleine Geschichte entdecken kann. Warum geben Sie jetzt in diesem Wort noch so eine neue Bedeutung? Bei uns heißt es ja Daumenkino 2.0 und wir wollen eben genau das damit deutlich machen. Es sind laufende Bilder, so wie anfangs um 1900, als die Bilder eben laufen lernten. Und 2.0 soll eben das neue digitale Zeitalter ankündigen und damit eben das Daumenkino 2.0 in die Jetztzeit katapultieren. Und jetzt als Sparkasse zur Medienanstalt, das ist ja doch ein großer Unterschied irgendwie. Wieso haben Sie denn jetzt genau dieses Projekt unterstützt? Naja, die Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen unterscheidet sich von der Thüringer Landesmedienanstalt ja gar nicht so sehr. Die haben beide das Interesse, was Gutes für Thüringen zu tun. Die Thüringer Landesmedienanstalt mit dem speziellen Auftrag für Medien. Wir sollen Projekte im Bereich Kultur und Kunst und damit auch in Bildung unterstützen. Und was uns auch gemeinsam verbindet, ist der Wunsch, Projekte in die Fläche zu bringen. Also in jede Schule in Thüringen, egal ob Regelschule, egal ob in der großen Stadt, in der kleinen Stadt, in einem kleinen Dorf, an der Grenze von Thüringen, in der Mitte von Thüringen. Und das verbindet uns, dass wir überall in Thüringen den Jugendlichen so ein bisschen was von dem Daumenkino 2.0 nahebringen wollen. Es ist ja nicht nur Film drehen, es ist ja auch so ein bisschen: Wie geht man mit rechtefreier Musik um? Wie geht man mit Persönlichkeitsrechten im Internet um? Also es ist ja auch schon der Versuch, über den Spaß am Medium auch ein bisschen was zu lernen. Es haben sich ja auch relativ viele beworben. Wie konnte man dann genau diese drei Gewinner nun raussuchen? Naja, diese drei Gewinner, damit haben wir dann gar nichts mehr zu tun. Wir organisieren einen Raum, in dem sich die drei Gewinner des Vorjahres treffen. Die gucken sich dann die 44 Filme an. Das ist bei 2,5 Minuten, kann man sich ausrechnen, ein ganz schöner Marathon. Und die diskutieren dann auch ganz alleine, ohne Erwachsenenhilfe und ohne Erwachsenenkriterien, welcher ihr Favorit ist, welche ihre drei Favoriten sind. Und das sind ganz tolle Diskussionen. Wir sind da dabei, weil man eben merkt, als Erwachsener hat man doch nochmal einen ganz anderen Blick darauf und es interessieren einen ganz andere Dinge als dann die Jugendlichen. Und das ist dann auch für uns der Gewinn, dass wir einfach sehen, was interessiert die Jugendlichen nicht nur in den Filmen, sondern tatsächlich auch hinterher, was sind es für Filme, die spannend sind und die dann hinterher eben den Preis gewinnen. Und jetzt mal zum Abschluss, haben Sie selber schon mal so einen Handyfilm gedreht oder allgemein schon mal mit Kameras so gearbeitet? Also mit dem Handy habe ich das mal probiert, aber da muss ich respektvoll sagen, das konnten die Schülerinnen und Schüler, also die Jugendlichen, deutlich besser als ich. Und als ich beim Fernsehen war, ich war mal eine Zeit lang beim ZDF, da hatte ich einen Kameramann und einen Schnittmeister, der das für mich beherrscht hat. Da musste ich dann immer nur dafür sorgen, dass die richtigen Bilder da sind. Das ist dann doch nochmal was ganz anderes, als wenn man es dann ganz alleine dreht und quasi Bildauswahl, Kamera und Schnitt in einem macht. Okay, also Dankeschön für das Interview. Ganz herzlichen Dank Ihnen und weiterhin viel Erfolg.